Ich habe am Mikrofon unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo Bernard. Hallo. Es geht um eine Sache, die jetzt mit Frankreich mittelbar zu tun hat, um Agent Orange. Agent Orange war ein Entlaubungsmittel, das im Vietnamkrieg von den USA eingesetzt wurde. Bei der Herstellung entstand ein Dioxin, das Tetrachlordibenzoldioxin, TCDD, das hochgradig giftig ist und bei der Produktion entstand, weil man nicht darauf geachtet hat, es nicht entstehen zu lassen auch. Man hätte das durch eine andere Temperatureinstellung wohl verhindern können, aber dann wäre die Produktion weniger effektiv gewesen. Es sind Hunderttausende da beeinträchtigt worden durch dieses Gift, auch amerikanische Soldaten sehr viele. Der Fall, weswegen wir jetzt darauf mit Frankreich darauf kommen, eine Frau aus Vietnam will oder ist dabei, den Bayer-Konzern deswegen zu verklagen. Bayer-Konzern war einer der deutschen Firmen, die auch dieses Agent Orange oder Teile davon hergestellt haben. Was weißt du über den Prozess? Also zunächst, die Dame ist nicht nur dabei, sondern der Prozess, die Anhörung, die Verhandlung hat bereits stattgefunden. Am 25. Januar dieses Jahres gegen die französischen Filialen, nicht nur von Bayer, sondern insgesamt von 14 Firmen, überwiegend US-Firmen, also gegen die französischen Filialen. Die Entscheidung steht noch aus. Das Urteil fällt am 10. Mai. Das wurde also zur Beratung aufgesetzt. Die Verhandlung fand in Évry, das ist circa eine Flugstunde südlich von Paris, statt. Das ist also eine Trabantenstadt oder die Hauptstadt einer der Trabantenstadtbezirke von Paris, im Pariser Umland. Die Dame heißt Tran Ton Ga, ist 1942 geboren, lebt in Frankreich, also sie wurde in Vietnam bzw. damals in der französischen Kolonie Indochina geboren, im Mekong-Delta, lebt heute in Frankreich. Évry ist ihr Wohnsitz oder sie wohnt jedenfalls im Einzugsbereich des Gerichts von Évry, weshalb der Prozess dort stattfindet. Und sie verklagt tatsächlich nicht den Staat, sondern die Firmen wegen der Herstellung dieses Gifts, also das gifthaltigen Entlaubungsmittels Agent Orange. 4 Millionen Menschen waren davon betroffen, also 4 Millionen Menschen bekamen Ladungen dieses Gifts, das aus der Luft versprüht wurde, zwischen 1962 und 1971 ab. 20% der vietnamesischen Waldbestände wurden damals zerstört, Wald- und Mangrovenbestände. Es war also auch ein ökologisches Verbrechen, weswegen auch die auf Ökologie-Themen spezialisierte Presse wie das Magazin Reporter sehr intensiv diesen Prozess verfolgten und darüber berichteten. Es gibt also auch in den USA einen nordamerikanischen Aktivisten, der im Zusammenhang damit die Anerkennung des Straftatbestands Ökozid, also Umweltverbrechen, erzielen möchte. Das könnte viele betreffen. Ja, also juristisch ist das bislang nicht vorgesehen, aber wegen der Auswirkungen auf die Menschen und auch also die Spätfolgen, auch für später geborene, bis heute geboren werdende Generationen gibt es ja Spätfolgen für die Menschen. Nach vielem Hin und Her und Verfahrenstricks und Verfahrenshürden hat das Gericht also die Zivilklage angenommen. Das ist also kein Strafprozess, sondern ein Zivilprozess auf Entschädigung. Und das Urteil wird aus diesen verschiedenen Gründen, also sowohl aus umweltpolitischen Gründen als auch aufgrund der Verbrechen, wie ich sagen würde, sogar Verbrechen gegen die Menschheit, die im Vietnamkrieg begangen wurden, wird das Urteil mit Spannung erwartet. Also mit Frankreich besteht im Übrigen auch insofern ein Zusammenhang, als Frankreich ja vor dem USA-Krieg in Südostasien führte. Der französische Indochina-Krieg dauerte von 1946 bis 1954 und endete mit der Niederlage Frankreichs in Dien Bien Phu im Mai 1954. Und dann übernahmen die USA ab dem darauffolgenden Jahr die Initiative und drifteten dann zunehmend in einen erst unerklärten, dann erklärten Krieg in Südostasien bis 1975. Im Übrigen waren auch deutsche Firmen an der Herstellung dieses Gifts beteiligt, etwa Böhringer Ingelheim, damals übrigens unter der Leitung eines gewissen Richard von Weizsäcker, an den zumindest... Wir erinnern uns, der war mal Bundespräsident und außerdem von der evangelischen Kirche der irgendwie Vorsitzende. Ja, ganz genau. Er hat, glaube ich, in seinem Bundespräsidentenamt nicht nur Schlechtes getan, sondern erhielt die berühmte Rede vom 8. Mai 1985. Das dürfte nicht seine schlechteste Tat gewesen sein. Aber im Vorleben in den 60er Jahren als, ich glaube, Vorstandsvorsitzender bei Böhringer Ingelheim
verantwortete also auch eine Unternehmenspolitik mit, die die Herstellung an einem der Standorte in Rheinland-Pfalz dieses Agent Orange Wirkstoff mit beinhaltet. Das ist jetzt also ein Entschädigungsverfahren, also ein zivilrechtliches Verfahren. Insofern vorteilhaft ist, weil ein strafrechtliches Verfahren erstens wahrscheinlich auf der Hürde der Verjährung aufgelaufen wäre und zweitens, weil das vorausgesetzt hätte, dass entweder die Staatsanwaltschaft oder ein Untersuchungsrichter, eine Untersuchungsrichterin das Verfahren ermöglicht. Also insofern ist tatsächlich das zivilrechtliche Verfahren geeigneter. Im Übrigen gilt ja auch im Strafrechtsverfahren das Prinzip der Unschuldsvermutung, was hohe Beweiswürden aufstellt, während im Zivilverfahren jede Partei ihre jeweiligen Beweise erbringt, sodass also auch die Verteidigung an der Beweisführung mitwirken muss. Beziehungsweise wenn die Verteidigung ausfällt oder nicht stattfindet, dann wird es eben zum Gerichtsspruch kommen, der die Verantwortung festhält. Und es wird tatsächlich interessant sein, zu sehen, welches Urteil da jetzt erfolgt. Wie ist das mit der Schuldhaftigkeit? Die Firmen können ja sagen, also wir haben das nicht verstreut, das wurde von uns gekauft. Weshalb sind Sie da schuldhaft, dingfest zu machen? Das ist auch tatsächlich die Linie der Verteidigung. Die Verteidigung sagt, wir verkaufen das an eine souveräne Regierung und an das Regierungshandeln eines souveränen Staates kommt das Gericht nicht dran. Aber die Verteidigung sagt, nicht die Verteidigung, sondern die Zivilklage sagt eben, die Firmen mussten wissen, welche Eigenschaften die von ihnen hergestellten Substanzen aufwiesen und hatten dadurch eine Verantwortung. Also für die schädlichen Eigenschaften des hergestellten Stoffs. Kann man irgendwie abschätzen, wann ist ein Urteil zu erwarten? Am 10. Mai dieses Jahres. Ja, da werden wir sicher noch mal hinhören.